Moin Leute, Trimax hier. Satisfactory geht weiter. Rumatra und ich hatten so gesuchtet, um uns fürs Update bereit zu machen. Das kam jetzt verspätet, aber es ist endlich da. Wir haben, für diejenigen, die das Game noch gar nicht kennen, es ist ein Aufbauspiel. Am Anfang baut man sich Eisenerz ab, macht daraus Eisenbarren, schmilzt die ein, konstruiert die weiter zu Schraubenstangen, Platten, verstärkten Platten, Rahmen, baut sich einfach alles auf, besiedelt einen ganzen Planeten und macht die ultimative Fabrik. Deswegen heißt das Game auch Satisfactory, weil es so unglaublich befriedigend ist. Für den ersten Supercomputer braucht man 6 Stunden und dann wird er irgendwann mit Fließbändern und ganz vielen verschiedenen Fabriken automatisch gebaut. Und das ist so geil. Das Game bockt so hart. Ich werde jedes Update zocken und da mal eine kleine Highlight-Folge bringen. Oh Gott, hier ist hier ein... Wie komme ich denn zurück zu dir? Rumatra und ich waren gerade noch auf Erkundungstour, deswegen habe ich keine Ahnung, wie ich wieder zurück zu ihm komme. Zusätzlich ist es so, dass Rumatra und ich den perfekten Lager gebaut haben, wo alles drin war. Wirklich alles. Und deswegen können wir jetzt richtig Gas geben. Wir haben alles vorbereitet für dieses Update. Alter, ist das geil. Unsere Fabrik oder was von ja, oben zu sehen? Es ist ja, so es ist geil. Wir haben hier echt Stunden, etliche Stunden reingesteckt, damit alles steht. Ich kann euch mal ganz kurz hier sagen, ja, für die Laien unter euch. Einfach nur für die Laien. Ja? Es ist so viel, Max, es ist so unglaublich, was wir so, hier bauen haben. Wir zum Beispiel einen Supercomputer. Hier kommen 2 Supercomputer pro Minute raus. Es sind Produktions... Das kann ich euch gar nicht erzählen, sorry. Tschüss. Also, müsst ihr euch selber informieren. So komplex und riesig ist das, um das zu bauen, was wir haben. Das ist nur die Spitze unserer Fabrik hier. Seht ihr das? Das brauchen wir alles für einen fucking Supercomputer. Das ist alles automatisiert. Wir haben alles mit genug Strom eingeschleust. Öl, Eisen, Kupfer, Kohle, Stahl, wir haben alles. Guckt euch das hier an, Leute, das gibt's nur ganz selten. Alles, was es gibt, alles, was es in diesem Game gibt, wird hier perfekt mit intelligenten Splittern da reingebracht, wo wir es brauchen. Hier ist zum Beispiel Brennstoff. Sau OP am Anfang, haben wir so viel es geht. Computer, ein Computer mit den ersten Rohstoffen per Hand zu craften, dauert 2 Stunden. Einer, wir haben davon 2000. Ein Supercomputer per Hand zu craften, dauert 10.000 Stunden. Wir haben davon so viel es gibt. Genauso wie Rotoren, Eisenplatten, Beton, Kupferdraht, modulare Rahmen. Guckt euch an, wie es hier angefetzt kommt. Das Game ist durchgespielt. Jetzt kommt das Update, dann sind wir nicht mehr durch. Da haben wir 20 Stunden reingesteckt, damit der Scheiß steht. Factory. Was sind hier? Alter, was sind das für Lifts? Ja. Absolut geil schon mal. Wir brauchen noch nicht den Squad Stream. Wir müssen uns einfach mal. Es gibt jetzt einen fucking Explorer. Ja, ja, es gibt jetzt so geiles Auto mit dem. Alter, was ist das für ein geiles Auto? Da habe ich über Map drauf. Und Radar Tower. What? Ein Radarturm? Was kommt denn da alles? Ich wusste gar nicht, dass das so groß ist. Doch, doch. Schwefel? Was sind die Rohstoffe, die wir jetzt... Halt's Maul, es gibt Dynamit. Ja, ja, ja. Du kannst einfach ein scheiß Tier Dynamit in den Kopf schnallen, weggehen und es hochjagen. Es gibt ein Sturmgewehr? Richtig Bock, so. 10 Sekunden noch, dann ist das Ding fertig analysiert. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mach mal schnell was Cooles jetzt. Bestätigen. Percentage of sulfur in compounds is acceptable and can be extracted safely to create. Was können wir jetzt Neues? Wir brauchen 25 Rohquarz, wir haben nur 21. Further research required for more precise use. Sprengstoff. Scanner-Update-Schwefel. Meilenstein auswählen. Oh, wir haben es so doll, ne? Was brauche ich denn? Draht, Kabel, modulare Rahmen, Rotoren. Draht, Kabel, modulare Rahmen. Das werde ich mir jetzt einfach so mitnehmen hier. Bam! Erster Knopf wird gedrückt im Update. Sprengstoff-Meilenstein unlocked. Und was noch neue scannbare Ressourcen? Schwefel. Wir können jetzt Schwefel jederzeit suchen. Oh, ist das satisfying. Hast du schon eine Schwefelmine gefunden gehabt? Nee.
Aber können wir jetzt scannen? Note. Close proximity at detonation is likely to result in suboptimal performance. Ich hab keinen Minator dabei, ich heul. Und jetzt können wir Schwefel suchen. Mach mal, such mal nach Schwefel. Hoffentlich ist hier eins close. Hoffentlich, komm schon, schnell. Schwefel, Schwefel. 490 Meter. Ist okay, 490 Meter. Kümmere ich mich drum. Du holst Rohquarz ran, ja? Ja, ich hol Rohquarz ran und das ist, ich was, also ich hol ja so krass Rohquarz ran. Oh, das ist geil. Ich kann mein Glück nicht fassen. Kann man einen neuen Meilenstein schon auswählen? Nee, gell? Nee, nee. Doch! Objektscanner Bäre, scheiß drauf, den machen wir kurz. Hast du nicht Rohquarz? Doch, doch, aber das braucht jetzt auch wieder 10 Minuten, bis es... So was, aber Rohquarz muss ich in die Hand nehmen, sonst funktioniert das nicht. Dieses. Geht nicht. Wie sieht's denn stromtechnisch aus? Oh, das sieht sehr gut aus. Schwefel und Rohquarz, richtig das alles, oder? Hä? Was? Ich verstehe das System von dem Ding nicht. Es klappt. Können beide Geil, Richtungen. Ist nur schwer anzubringen. Ist sehr nervig, schwer anzubringen. Nervig? Ach, scheiße. Nervig ist nicht satisfying. Es löppt hart. Sag mal, wo baue ich denn jetzt? Wo ist meine Schwefelplattform? Oh ja. Sag mal schnell. Wie denn jetzt? Wo Platz ist? Du kannst überall bauen, wo Platz ist. In der Anlage, ja, in unserer Anlage? Ja, wo Platz ist, kannst du hin. Wir sind da ja, wir haben da ja alles, was wir haben. Jetzt musst du dir nur überlegen, wo habe ich genug Platz und dann baust du da. Du ich weiß ja nicht, wie groß es ist. Genau, du kannst ja auch noch erweitern. Wir haben ja noch lange, also wir haben die Platten ja noch lange, weißt du, was ich meine? Wir haben da noch extrem viel Platz. Dann vielleicht eine Schmelzerei? Was wisst ihr? Manufaktur, Leute? Manufaktur. Manufaktur. Was muss man da noch dann rein? Hä? Das kann ja schon wieder Schwarzpulver hier. Ach so, Kohle. Kohle und Schwefel. Alter, ich hab so Bock auf dieses Spiel. Ich hab wieder richtig Bock. Ich muss mir kurz Musik anmachen und dann macht das gleich noch viel mehr Bock. Wie krieg ich denn jetzt hier Kohle her? Das ist ja richtig scheiße. Es ist so geil, vor allem ich hab alles. Ich muss nie wieder irgendwo auf was warten oder so. Es ist... Und das Geilste ist, während wir das alles machen, wird weiter produziert. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist ja nicht so, als ob es steht, während wir jetzt was anderes. Ja, ja, wir bauen die ganze Zeit und alles baut für uns. Oh, es ist so geil. Das ist halt echt das ganz Brutale. Ja, ist schon sehr merkwürdig, dass es so viel Spaß macht. Also die Geysire würden, dann könntest du dir da halt einfach Kohle abzwacken. Oh, ich muss trotzdem gleich zurück und was holen. Scheiße. Ist das scheiße, dass ich nicht genug mitgenommen habe. Ich bin so drin gerade wie im Game. Das ist krass, dass, wie man sich dann erinnert und dann wieder voll drin ist, ne? Was machen wir überhaupt aus Schwarzpulver? Wo tue ich das Schwarzpulver dann rein? Was stört dich? Für den Nobelisken brauche ich einen Signalisator. Kann ich den automatisch herstellen lassen? Vier Sachen brauchst du da. Das müsste eigentlich automatisiert gehen, ja. Hä, wieso haben wir das noch nicht gebaut gehabt? Vier Sachen braucht man dafür, ja. Hä? Aber trotzdem geht das, dem Fabrikator. Hundertprozentig? Das geht, ja, aber du brauchst es halt nicht, also... Natürlich, ich brauch's! Ja, du brauchst es jetzt, korrekt, aber eigentlich brauchst du es nicht. Deswegen haben wir es nicht gemacht, weil wir es nicht gebraucht haben, Max. Wow. Hey, wow, ich muss jetzt einen Signalisator. Dafür habe ich viel zu wenig Platz hier unten.
Also next level zu wenig. Ich verzieh mich, okay? Wie? Woanders? Ich möchte das Endprodukt hierher bringen. Das ist scheiße hier unten. Nein, zeig mal kurz. Guck mal, guck dir die Kacke doch an. Ich muss vier. Warte, ich komm runter und schau. Ich muss 15 Konstruktoren bauen und 7 Fabriken. Das wird noch nicht mal auf dieser gesamten Plattform hier reichen. Das ist übel komplex, das Update. Kommst du da drauf? Was willst du automatisiert haben am Ende? Nobelisk. Was ist denn? Ach, das ist die Bombe. Ja. Da brauchst du doch gar nicht so viel von. Hä? Es geht darum, dass wir alles haben. Ja, nein, aber ich meine, du brauchst nur einen Signalisator. Und ja, aber Signalisator brauchst du auch eine Fabrik. Guck mal, ich brauche Eisenplatten, Eisenstangen, Kupfer, Draht. Und dann brauche ich Stahlrohre und Signalisatoren und Black Powder. Ja, das ist ein schönes Projekt für dich. Wow. Also, ich brauche zum Start Schwefel, Kohle, Eisenplatten, Eisenstangen, Draht und Kabel. Ja. Also das ist ja, what the fuck. So, Schwarzpulver kommt hier jetzt ganz chillig an. Alles so chill. Oh, wo bin ich denn? Um Himmels Willen. Schwarzoszillator, lol, was kann das Ding? Was ist das? Den baue ich, den automatisiere ich jetzt, den Quarzoszillator. Was bringt denn der? Weiß ich noch nicht, aber der ist, mit dem kannst du einen AMG zumindest bauen. Ein Plattenspieler. So. Wo ist denn hier? Kann ich das jetzt mal in die Hand nehmen? Die Musik ist auch voll laut. Press R to reload. Digga, ich habe jetzt wirklich mal Sprengstoff in der Hand. Ich habe mir einen Zünder gebaut, der ist saukomplex gewesen. Nachladevorgang. Ich hab echt Sprengstoff. Ich bin mal ganz kurz auf Kabel gleich. Ich mach die erste Explosion, warte kurz. Mach mal. Bist du bei mir? Nee, ne? Nein, ich bin ganz woanders. Guck mal auf Z. Aber du kannst meinen Stream gucken. Ich drücke jetzt, was muss ich machen? Warte, ich schau kurz rein. Moment, gib mir eine Sekunde. Da schaue ich mir noch an, aber dann muss ich echt aufs Klo. Ich weiß gar nicht, wie ich zünde. Ich glaube einfach linksklick, ne, meistens. Komm, zünd jetzt. Ich will hier hoch. Ich sterb jetzt. So, da in den Bäumen liegt das Ding. Weißt du, wie lange es dauert, Bäume zu zerstören? Ja, es ist nervig. Bist du ready? Ja. Hä? Was muss ich drücken? Das. Alter, alles weg. Laber nicht. Hast du gesehen? Wo hast du es hingelegt überhaupt? Mach nochmal. Da waren einfach weg. 1000 Bäume und so ein Scheiß. Es gibt Höhleneingänge, die mit Felsen zugebaut sind. Die kannst du wegspringen. Was? Alter, ich glaube, wir können mit dem Ding die Giftdinger wegspringen. Oh, das wäre so und geil. Und es gibt ganz viele kleine Felsen, die weitere Höhleneingänge zumachen und damit können wir uns den Weg frei machen. Alter, das ist extrem belohnt, oder? Wir brauchen ohne Witz wirklich für alle Signalisatoren. Das ist einfach so mit dem Update, dachten sich einfach die Hersteller, yo, Signalisatoren braucht kein Schwein, machen wir die Dinger einfach mal sauwichtig. Digga. 5, 4, 3, 2, 1. Geil! Ja, mach, zeig! Ja, jetzt müssen wir noch erforschen hier bestimmt, oder? Stufe 5? Ja? Gewehr! Halt's Maul! Alter, wir werden uns erstmal gegenseitig ab. Oh, Gewehr! Wie geht das? Was müssen wir machen? Halt's Maul! 50 Nobelisken! Das sind 50. Wir brauchen für alles Signalisatoren! Es hilft. Also, was automatisieren wir jetzt noch alles? Wir automatisieren Signalisatoren. Und, okay, du machst Signalisatoren ist deine Aufgabe. Nee. Und Quarzoszillatoren ist meine Aufgabe. Nee. Ich krieg doch nicht die scheiß alte Aufgabe. Doch. Nee. doch. Quarzoszillatoren ist auch immer meine Aufgabe jetzt. Such du dir was anderes. Nee. Gönn dir, Junge. Bam! Gewehr unlocked. Geil. Alter, ist das wieder satisfying. Komm, flieg hoch. Gönn uns das Gewehr. Patrone. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Halt's Maul. Halt für immer und ewig dein ganzes Maul. Was denn? Du musst dieses Maul, was du besitzt, einfach konsequent halten. Über Jahre hinweg. Verstehst du? Soll ich es dir sagen? Ich möchte es dir ganz kurz vorlesen, ja? Ich möchte erstmal brauchen wir Schwefel und Kohle.
für Schwarzpulver. Ja? Ja. Dann brauchen wir Eisenerz und Kohle für Stahlrohre. Ja? Ja. Dann brauchen wir Draht und Kabel und Eisenplatte und Eisenstange für Signalisator. Ja? Ja. Dann haben wir aus den ganzen Sachen einen Nobelisken. Ja? Ja. Und diesen Nobelisken müssen wir dann nochmal wieder mit Stahlrohren kombinieren. Für Patronen. Was? Kein Witz. Das ist nervig. Also irgendwann reicht's ja dann auch mal, oder? Aber Patronen müssen wir unendlich haben. Ja, Patronen müssen wir unendlich haben. Wir sind auch so richtige Kacknoobs. Jetzt kommt das Update und sagen, Nobelisken? Ja, muss man nicht automatisieren. Braucht man nur fürs Auto. Oder braucht man nur fürs Sprengstoff. Und zack, Beinbruch. Ich hab gewusst, dass du das machst. Aber du hast halt keinen Aim, deswegen bringt dir das auch nichts. Du bist so scheiße. Ich hoffe, dass all deine Schüsse verbrauchen. Einfach nur mir zwei Leben am Spiel. Du bist so kacke. Es ist so geil, wie scheiße du halt bist. Aber warte mal ganz kurz, stopp! Du kannst deine Waffe haben. Ich hab keine Schüsse mehr. Junge! Hey, nee, echt jetzt? Ich schieße dir meine Waffe, wirklich? Ja, leg hin. Ich höre nicht auf, mich zu bewegen. Ach so, aber du darfst mich nicht angreifen, ja? Nein. Junge, das waren gerade 500 Nobelisken. Das war ja überhaupt nicht worth. Hast du wenigstens... Wie groß war der Damage, den du kassiert hast? Ich habe 3 Leben verloren. Nee, ne? Doch, gleich. Doch. Das ist ja beschiss. Lol, nö. Ne? Ich bin über dir. Hä? Ah, lol. Na, guck mal, jetzt muss ich hier nur noch verarbeiten. Mach's mal schneller, bitte, das ist echt scheiße. Ja, aber wie verarbeite ich das jetzt überhaupt? Warte mal kurz. Dann muss ich das mal rechnen, Max? Ich muss das mal mit Rechnen anfangen, okay? Digga, kannst du einfach so nur alles. Erstmal ein Lager bauen, dass ich das leichter mitnehmen kann? Jedes Mal E drücken ist ein Scheiß Rohquarz, ey. Das ist ja, anstrengend. Ich baue dir ein Lager. Digga, wie das da hochbefördert wird, ist ja geil, ne? Guck dir das mal an. Ja, holy moly, Digga. Ja. Ja. Ist schon wieder nice, oder? Ist schon wieder geil. Ist schon wieder satisfying. Also du kannst gar nicht jede... Naja, musst du ja gucken, wie viel Zeit du hast. Ja, genau, ja. Das ist halt... ganz locker. Dieses Game ist so satisfying. 5 pro Minute gibt's hier raus. Ist das hier eine reine Eisenquelle? Was ist denn das hier? Nee, es ist eine ganz unreine, Max. So, Fokus, was machst du da? Kriegst du es denn gebacken, bitte? Ja, ich hab jetzt das hier... Das brauche ich noch 5 Minuten. Ich bin ganz doll auf die nächste Stufe gespannt, was wir damit machen können. Weiß man schon, was man damit machen kann? Nein, ich glaube nicht. 4 Minuten 30 noch, ich guck mal ganz kurz zu dir. 4 Minuten 30 ich führe hier jetzt gerade, also ich habe jetzt hier nochmal verstärkte Eisenplatten hergestellt. Die führe ich jetzt hier hin. Mit dem Rohquarz mache ich Quarzkristalle und den verstärkten Eisenplatten. Werde ich nun, geile Sachen machen, denke ich. Ja. Ist das einer von euch? Weil Factorio würde uns auch extrem viel Spaß machen. Das habe ich leider auch als Games nicht. Bestätigen. Ja, es ist fertig. Was können wir jetzt? Max, bin Tier 5, mal gucken. Stufe 4 haben wir auch immer noch die alternativen Stahlbarren. Und Stufe 5 haben wir jetzt neu den Radarturm. Was bringt denn der? Reveals the area around itself on the map. The area grows over time to a maximum. Place the tower higher up increases the max area revealed. Alter, wenn wir den Turm so hoch wie es geht irgendwo bauen, nimmt er mit der Zeit immer mehr die gesamte Map. Geil. Das ist geil. Kümmere ich mich jetzt drum. Hä, warte mal, ich brauche 2
und hiervon 10. Das heißt, ich brauche 20 Rohquarz für ein Quarzoszillator. Ich habe das in 10 Sekunden automatisiert, chill. Ja, aber es kommt ja immer noch zu langsam dann. Nee, es kommen dann 2 pro Minute. 2 pro Minute? Wir brauchen das 50 Stück. Ja, ich mach da ein bisschen mehr draus. Gib mir einfach nur ganz viel dieses, nicht Rohquarz, eine Stufe weiter, wie heißt das? Quarzkristall, da habe ich gerade, das wird schon produziert. So, Radarturm jetzt so hoch wie es geht, dafür brauche ich Mengen an Beton. Kann ich schon so irgendwo Beton. Nicht so weit nach vorne, nee, nur eine. Jetzt kann man doch gar nicht mehr auf den Dingern landen, das ist doch scheiße. Nein, kann man. Und eigentlich, du brauchst ja nicht so viel. Du nimmst dir doch einfach ein paar weg, weißt du, was ich meine? Du kannst einfach zugreifen und dir welche runternehmen. Das ist. Du brauchst ja nicht viel davon. Du brauchst ja, okay, ich brauche jetzt 3 Supercomputer, weil ich was bauen will. Dann nimmst du dir 3 Supercomputer raus. So, ich baue es hier so hoch wie es geht, ja? Finde ich lässig. Ja, mach mal. Neinte ich mal ein bisschen, flex mal ein bisschen. Okay, war eh schon. Dann neinte ich jetzt hier am Rand hoch, ja? Ja, neinte ein bisschen. Nicht genügend Freiraum? Aber willst du nicht wo 19, wo wir noch nichts erforscht haben? Nee, das Ding ist, wenn ich so hochbaue, wie es geht, dann erforscht es, glaube ich, einfach mal alles. Nicht, dass du dich da mal nicht überschätzt und gleich all deine Ressourcen verschwendest. Kann ich jetzt hier auch hochjumpen und auf mich raufbauen? Nee, das geht nicht. Aber ich kann direkt hier ranbauen, das ist ja auch geil. Das darf nicht ausarten. Es darf nicht ausarten. Du musst morgen früh raus, ich muss morgen früh raus. Aber, ja, ich weiß, ich bin total bei dir. Aber sag mal, was geht jetzt mit deinem Quarz noch? Das war's? Ich bin jetzt hier gerade am Lager verbessern, damit man sieht, was wo ist. Ich dachte, das wäre jetzt so auf Aufgabe Nummer. Also wird dein Quarz schon hergestellt? Ist es schon hergebaut? Nein, noch nicht. Es ist alles da, ich muss eigentlich nur noch anschalten. Ich habe das nicht gemacht, weil mir die Materialien für den Fabrikator gefehlt haben. Deswegen bin ich ja eigentlich hochgekommen zum Lager. Ja, lass das, mach das, konzentriere auf eine Aufgabe, Alter. Ja. Komm, lass mich in Ruhe, Max. Der muss ganz, ganz, ganz lange laufen, ne? Unterschätzt das nicht. Ich habe echt keinen Bock, dass er ausgeht. Ja, wir können ja später auch noch Strom hochlegen, aber jetzt fürs Erste einfach nochmal schauen, wie es funktioniert. Alter, habe ich mich weit hoch geneintet. Ja, ich bin immer noch hochlaufen. Ich bin. Alter, ich. Okay, krass. Rochen down gegangen. Ah, warte. Ha, es läuft, Max. Ich bin's. Er läuft, Max. Er läuft. Und der scannt jetzt die Umgebung. Kannst du da mal raufgucken, wie das aussieht? Ja, aber ich weiß nicht, was er scannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verstehe es nicht. Aber kann man von hier oben irgendwie was sehen, wo Kohle oder so ist? Nee, muss man sich selber markieren dann immer, ne? Ja. Ein schönes Update, muss ich sagen. Es sind auch so die Kleinigkeiten, weißt du? Mhm. Einfach, dass jetzt so die Map drin ist und so. Mega geil. Das Game ist an sich schon geil und jetzt kommt sowas dazu, nur so als kleines Update. Wir müssen auf jeden Fall noch Signalisatoren automatisieren, dadurch Nobelisken automatisieren, dadurch Patronen automatisieren. Ne, für das Gewehr. Dann laden wir Chef Strobel hier ein und dann knallen wir ihn einfach ab. Sehr geil. Und dann brauchen wir noch die Quarzoszillatoren. Radar haben wir schon, alles, jetzt müssen wir nur weiter automatisieren und am Ende Juni, sagst du, kommt das nächste. Mhm. Ist geil. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Alter, standest du schon mal hier oben? Auf dem Turm oben. Das sieht doch lässig aus, alles. Es sieht sehr lässig aus. Du schaust runter auf unsere Fabriken, auf das Lager. Schaut auch gerne bei Romatra vorbei. Der macht nicen Content. Tschüss.